Ja. So, Leute, da bin ich wieder. Und hier seht ihr auch gleich das Fahrzeug aus dem Video gerade eben. Wer jetzt sagt, das ist doch ein Carson Spectre 4S, wie soll das funktionieren? Nie im Leben. Der hat natürlich vollkommen recht. Ich habe hier ein paar kleine Umbauten gemacht. Was genau, können wir uns kurz anschauen. Dazu nehme ich einfach gleich mal die Verkleidung runter. So, wenn wir hier drunter schauen, sehen wir auch gleich XT90 Stecker. Die sind natürlich bei dem Carson nicht original, sondern wir schauen rein. Hier sitzt ein 150 Ampere Regler von Arma. Das ist im Prinzip der gleiche wie im Felony und im Arma Infraction, mit dem einzigen Unterschied, der hier ist ohne Telemetrie bzw. ohne den Akkustandsanzeige, die neuen blauen Stecker, die es hier gibt, die, wie heißen die, EC90, haben. So, dann schauen wir rein. Hier sitzt ein 2200 kV Motor. Jetzt muss man dazu sagen, in dem Video, wie ihr es gerade gesehen habt, war in dem Auto noch das Original 13-zähnige Ritzel von Carson verbaut. Das habe ich so nicht gelassen. Das 13-Zähne Ritzel ist dann auch rausgeflogen und wie man hier erkennen kann, habe ich es durch 18-Zähne ersetzt. Das klingt jetzt erstmal nach nicht viel, aber das ist schon ein ordentlicher Sprung. Gut, Motorlast. Damit konnte ich natürlich den Topspeed von dem Fahrzeug noch um einiges erhöhen. Natürlich auch die Last auf dem Motor und damit die Temperatur, was der Grund ist, warum ich hier noch diesen Lüfter verbaut habe. Den habe ich mir auch einfach nur, weil ich es so hatte, zum Ein- und Ausschalten reingesetzt. Wir haben ja, wie vorhin erwähnt, einen 2200 kV Brushless Motor verbaut. Das heißt, wir haben hier keine Kohlen, die sich in dem Sinne abnützen können oder verbrennen. Wie bei dem Gerät zum Beispiel. Das ist aus einem Crawler von mir. Da bin ich einen steilen Hang hoch und habe ihm auch ordentlich gegeben, bis ich sozusagen einen neuen Papst hatte und weißer Rauch aufstieg. Dann wusste ich, alles klar, die Kohlen glühen. Auch bei dem Teil hat es nach dem Abkühlen wieder funktioniert, aber halt bei weitem nicht das Drehmoment gebracht. Ansonsten bin ich in dem Video diese Reifen gefahren. Die waren nur leider noch sehr hart, was mein Beschleunigungsproblem nicht verbessert hat. Im Gegenteil, ich bin äußerst gut von der Fahrbahn gerutscht damit beim Gasgeben, weil aber auch eben mit diesem kleinen Ritzel zwar die Maximalgeschwindigkeit etwas weiter unten war, aber die Beschleunigung einfach so sensibel am Gashebel, keine Chance, da halbwegs vernünftig anzufahren. Dann war es noch kalt, klar. In der Zwischenzeit hatte ich die Slicks drauf, weil ich eigentlich einen Vergleich fahren wollte mit dem Arma Felony. Beziehungsweise das hier sollte für so günstig wie es geht der Arma Felony Killer werden. Nur leider ist es dazu nicht gekommen, denn als wir zusammen draußen waren mit dem Arma und dem hier, habe ich leider vergessen, den Lüfter einzuschalten. Und ja, nach circa 2 bis höchstens 3 Minuten auf der Geraden die Reifen warm fahren, war der Motor so heiß, dass da absolut nichts mehr ging und auch nach dem Abkühlen nicht mehr. Jetzt hätte ich gesagt, nutzen wir doch die Gelegenheit, bauen den Motor aus und schauen mal, ob wir reingucken können und feststellen, was passiert ist, warum der Motor beim Heißwerden nicht mehr tut. Dieser Motor konnte gar nichts mehr. Deswegen bauen wir den jetzt mal aus und schauen mal, was da los ist. So, ich habe jetzt alles mal schon draußen, geht ja schnell, 4 Schrauben. Und jetzt zeige ich euch, was ich meine mit der Motor kann nichts mehr. Ich habe alles dran, Funke 6S, volle Power.
Sieht ja erstmal alles gut aus, oder? Dreht noch wie Sau. Alles tipptopp. Aber jetzt machen wir mal so, ich halte das Ding fest und gebe komplett Vollgas und hier geht gar nichts. Gar nichts. Gut, jetzt hat der Regler abgeschalten wegen Überlast. Hat aber mit dem Drehmoment in dem Sinne nichts zu tun. Dieser Motor, jetzt ist mir das Licht ausgegangen, dieser Motor hat einfach nicht das entsprechende Drehmoment, wie er sollte. Ah, ich habe vergessen, meine Beleuchtung einzustecken und zu laden. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen auf halber Stufe weiter, aber ich glaube, es ist hell genug. Auf jeden Fall hat dieser Motor lange nicht mehr das Drehmoment, das er sollte. Und überwindet kaum das Anfahren. Auto zum Beispiel so aus. Kommt nichts mehr. Jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir den Motor auch ohne Kaputtmachen aufbekommen. Naja, könnte schwer werden, aber wir versuchen es einfach. Hier hinten sollte der aufgehen. Hier. Soweit ich weiß, ist das übrigens der Originalmotor, der damals in dem M-Line Spectre verbaut war, der 2200 kV. Ich habe das Auto gebraucht gekauft, damit es möglichst günstig ist. Wie vorhin erwähnt, sollte ja die super günstige Alternative zum Arma werden. Aber genau, das ist der Originale. Kann man dem Gerät sozusagen nicht übel nehmen, dass es da so schnell gestorben ist. Das war einfach eine Übertreibung mit dem 18-Zähne-Ritzel und dem 150 Ampere 6S-Regler. Aber na gut, ich schau mal, ob wir hier reinkommen, damit wir sehen, was los ist. Als ersten Schritt haben wir die drei Schrauben außen gelöst und sind an der Stelle, wo die Kabel verlaufen, reingegangen und haben den Deckel abgelupft. Jetzt sieht man hier drin auch schon wunderschön die Wicklungen. Und jetzt schauen wir mal, ob wir das ganze Teil nicht auseinander bekommen. So, dann haben wir das Ganze weitestgehend auseinander. Man sieht hinten und vorne die Deckel mit den Kugellagern und hier in der Mitte drin sitzt bei dieser Bauweise der sogenannte Rotor. Das ist in dem Fall einfach nur ein Magnet, beziehungsweise es sind mehrere Magnete, die sind hier kreisförmig angeordnet. So, und was wir jetzt hier sehen, ist, beziehungsweise sind die Wicklungen, die hier drumherum gehen. Wir sehen keine Kohlebürsten, sondern hier sitzt, blöd gesagt, einfach nur der Magnet drin. Wir haben drei Stromquellen sozusagen, über die der Regler rotierend sozusagen im Kreis, wie Wechselstrom in dem Sinne. Es ist nicht wie Wechselstrom, es ist immer noch ein Gleichstrom. Das ist ein bisschen tiefere Materie, aber es ist wie beim Wechselstrom. Über drei Phasen, zack, 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 gibt der Strom drauf. Dadurch wird der Magnet hier innen drin angeschubst und in eine Kreisbewegung gebracht. Dadurch, dass hier Kupferdrähte gewickelt sind, isolierte Kupferdrähte. Und wenn man da Strom durchfließen lässt, wird bekanntlichermaßen ein Magnetfeld aktiviert. Was hier interessant ist, durch die Art und Weise, wie wir verkabelt haben, mit den drei Kabeln sind keine Kohlebürsten notwendig, um den Strom zu transportieren. Was mit Kohlebürsten gemeint ist, zeige ich euch gleich. Leider sieht man jetzt hier drin an den Wicklungen nicht wirklich was beschädigungstechnisch, weil manchmal, wenn die Dinger die Kraft verlieren, dann liegt es einfach daran, dass durch die hohe Temperatur die Isolation, hier ihr seht, wie das glänzt, wie so ein Plastik obendrauf, die Isolation der Kabel
innen drin der einzelnen Drähte geschmolzen ist, es zu Kurzschlüssen kam oder beziehungsweise einfach nur zu Schlüssen, sage ich jetzt mal, und dadurch einfach die Anzahl der Wicklungen sich effektiv verringert und man dadurch die Leistung verliert. Wirklich was sehen kann man jetzt hier nicht. Also ist nichts verbrannt oder so. Gut, dann machen wir noch kurz diesen Brushed Motor auf und einfach mal zum Vergleichen, wie viel man sieht oder wie wenig. Ich weiß nicht, ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht von dem Inhalt von so einem Brushless Motor. Da ist wirklich nicht viel drin. Hier ist ein bisschen mehr drin, wir schauen mal rein. Und wenn wir hier mal gleich auf den ersten Blick reinschauen, dann sehen wir es direkt. Alles ist schon schwarz. Und das ist auch eine Sache. Hier sitzen sie auch. Das ist auch eine Sache, die der Brush Motor kann, die der Brushless Motor nicht kann, ist stinken. So, hier sitzt in dem Fall, hoppala, beim Brush Motor. Wenn wir das jetzt angucken, wir haben hier einen ganz anderen Aufbau. Hier ist der Rotor auch innen drin, ja. Und hier sind die einzelnen Wicklungen der Spulen. Die sind jetzt natürlich zugerußt, sage ich jetzt mal. Und der große Unterschied zum Brushless Motor, hier sitzen tatsächlich die sogenannten Kohlebürsten, die sind jetzt sozusagen zusammengerutscht. Ich habe die jetzt zurückgedrückt. Mein Finger ist normalerweise der Rotor vom Motor und hier stellen die tatsächlich den Kontakt her. Vom Plus und Minus, um sozusagen ansonsten nach demselben Prinzip, hier das sind Magneten, beziehungsweise, ja, um dann nach demselben Prinzip mehr oder weniger wie beim Brushless Motor anzutreiben. Wie gesagt, großer Unterschied, die Bürsten, die Brushes, die keine Bürsten sind, aber jetzt habt ihr das auch mal gesehen. Ich habe eine der Bürsten mal rausgenommen. Wie ihr seht, hier hat sich eine schwarze Schicht gebildet. Das erkennt man jetzt schlecht. Und hat hier natürlich alles zugedreckt. Und dann wird der Kontakt schlecht. Und dann haben wir hier natürlich noch ein ganz anderes Problem. Hier ist vermutlich auch ein aufgrund der großen Hitze dann die Isolation bzw. die Kupferdrähte selbst beschädigt worden. Das heißt, den Motor, der hier glaube ich 17 Euro kostet, werde ich nicht instand setzen. So ein Kohlebürstchen kann man sich immer mal wieder aufheben, wenn man ein gutes hat, falls man das machen möchte. Ja, hier sieht man den ganzen geschmolzenen Plastikkram drin. Gut, der hat auch, wie gesagt, wirklich gut geraucht. Ich habe leider kein Video davon, hätte ich euch gerne gezeigt. Falls es noch jemanden interessiert, aus welchem Material diese Kohlebürsten sind, die sind nicht aus Braunkohle oder Steinkohle oder Holzkohle, sondern die sind tatsächlich aus Graphit, also Kohlenstoff, aber elektrisch leitfähig und im Prinzip dasselbe wie in eurer Bleistiftmine. Also kann man im Notfall wunderbar. Mach mal. Das ist das Haus. Ne, kann ich nicht. Gut, auf jeden Fall. Graphit. Vielleicht ein bisschen härter wie ein Bleistift, aber dasselbe. Wie immer sage ich, wenn euch mein Video gefallen hat oder ihr noch mehr wissen wollt, lasst mir einen Like da, schreibt was in die Kommentare, fragt mich auch ruhig gerne zu dem umgebauten Spectre. Oder ich habe auch noch so ein paar andere verrückte kleine Projekte, bisschen aufgemotzte, übertriebene Autos. Dann, wie gesagt, schreibt es mir rein, dann schaue ich, was ich machen kann. Ich versuche auch demnächst noch den Arma Felony klar zu machen, das Gerät hier instand zu setzen, einen neuen Motor rein. Alles Rilli machen und dann gibt's da ein Rennen, würde ich sagen. Alles klar, das war's von mir von heute.
euer RC Engineer.